Servus zusammen, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division 2. Wir sind auf der Suche nach Kelso und kommen auch ihr immer näher, haben nur noch wenig, glaube ich, zu gehen, um dann wirklich das Finale dieser Mission zu sehen oder beziehungsweise dieser Fahndung. Aber zuvor müssen wir uns um Lynx und Lion kümmern, denn die hocken hier im Schloss Clinton und wollen anscheinend noch ein bisschen den Hintern versohlt bekommen von uns. Ja, darum geht's jetzt. Und wir werden jetzt hier mal reingehen und ich muss jetzt überlegen. Von hier drüben, oder? Oder wie kommen wir da jetzt am geschicktesten rein? Da kommen wir hoch. Sehr schön, natürlich, klar, passt. Und dann ab, Freunde, in die Action. Neue Folge. The Division 2. So, irgendwo ist da unten was. Springt da irgendwas? Nein, da müssen wir rein. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir hier rein. Und dann kommen wir hier runter und da haben wir dann Action. Schon spannend. Ja, da drüben stehen sie doch, die Kollegen. Da drüben stehen sie doch. So, Feuerunterstützung hier oben auf dem Balkon. Das passt. Ja, jetzt wäre natürlich gut gewesen, wenn er da gestanden wäre. Aber wir können ja mit den Raketen hoffentlich arbeiten, wenn die da stehen. So, raus, mein Dröhnchen. Mach mich stolz. Ja, der versteckt sich. So. Bisschen aufpassen, nicht, dass von der Seite was kommt. Vasile. Ah, das Teil da unten, das muss weg. Das muss, glaube ich, weg. So, dann nehmen wir wohl eher die Präzisionswaffe. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder ein bisschen im Gleichgewicht. So richtig kriegen wir die Kollegen nicht zu greifen. Ah, jetzt hat es aber Bumm gemacht. Ah, da kommt noch mehr. Das gefällt mir. Viel fein, viel eher. So. Ach, oh je, da kommt wieder so ein Teil. Das gefällt mir weniger. Ja, du wirst ja wohl nicht hoffentlich hier hochgesprungen kommen, mein Kollege. So, der traut sich ja gar nicht zur Party. Naja, wer nicht zum Ball eingeladen ist. Ach du Schande, was war denn das? Eine Drohne. Also hat da irgendeiner eine Drohne? Kann das sein? Kann das sein, dass es hier eine Drohne hat? Wir brauchen ein Geschütz. Ein Königreich für... fuck. Okay. So, der Teil wäre aus dem Spiel genommen. Jetzt müssen wir nach oben. So, hier ist kontaminiert. Wir nehmen unser Geschütz wieder mit, was wir ja wieder dämlicherweise da irgendwo hingeworfen haben. Ach du, wo haben wir es denn? Ach du Scheiße. Ja, da verstehe ich, dass die Feuerunterstützung nicht da war. So. Nicht vergessen, Munition. Wenn wir wieder hier zur Party gehen, dann die Munition mitnehmen. Ah, es gibt auch ein paar Raketen. Das ist auch fein. Feini. Ja, zielgerichtete, sehr schön. So, die beiden Kollegen werden da oben warten, ne? Lynx und Lion.
Hier raus. Ach, da oben ist ja wieder einiges unterwegs. Man hört's, man hört's. So, wie kommen wir denn jetzt am besten hin? Hier. Türe öffnen. Nee, da geht's wieder runter. Hä, wer liegt denn da? Ah, liegt schon länger. Türe öffnen. So, wie kommen wir denn jetzt dahin nochmal? Müssen wir da lang? Kontaminierter Bereich. Dumm die dumm. Müssen wir hier rüber? So war das. Kann das sein? Kann das sein? Nee, da müssen wir nicht rüber. Wir müssen irgendwie da durch und auf der anderen Seite, glaube ich, hoch. Ja, ist schon ein bisschen her. Augenblick. Irgendwo wird es doch hier oben eine Türe geben, glaube ich. Ah, gut, dass wir nochmal zurückgekommen sind. Ist doch immer schön, wenn man noch ein LMG mitnehmen darf. So, Dele. Hier. Na, eigentlich muss es ja da drüben sein, weil da drüben haben sie ja verteidigt. Hier geht's hoch, oder? Ah, es wird wärmer. Es wird wärmer. Mhm. Auffüllen, alles klar. Auffüllen, alles klar. Da stehen sie. Da stehen sie, da stehen sie. Mhm. Irgendwie müssen wir da hochkommen. Das wäre gut. Ich meine, das ist ja nur die Vorhut. So, wir versuchen mal. Da kommen sie nämlich raus. Wusste ich's doch. Dann schauen wir, dass wir hier hochkommen. Haben auf jeden Fall eine bessere Deckung. Und die Hunde kommen da, glaube ich, nicht hoch. So. Sehr schön. Aha, da springt er hoch. Okay. Wirft Granaten. Das gefällt mir nicht so. Irgendwo sind da noch welche. Ah, da unten. Da kommen sie jetzt raus. So, aber Lynx und Lion haben sich noch nicht geblickt, blicken lassen. Haben sich noch nicht gezeigt, das wollte ich eigentlich sagen. So, ist nur noch der Kollege da vorne, oder? Das ist Ihr Ziel. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt sind die Kollegen in der Arena. Wunderbar. Dann hauen wir mal alles raus, was wir an Raketen haben, weil die bieten ja ein optimales Ziel im Moment. Aber was ist denn da? Irgendwas ist da und macht Ärger. Nicht mehr. Sehr schön. So. So, erstmal ihn hier aus dem Spiel nehmen. Da drüben sind noch welche, die ihn stören und nerven. Ja, solange hier keiner hochkommt, sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Aber jetzt müssen wir trotzdem mal ein bisschen heile, heile machen. Heile, heile Gänslein. So, wir wechseln mal hier wirklich die Position.
Und alle sind in hinten. Hätte ich beinahe das böse Wort gesagt. Ups. So, können wir hier unser Geschütz aufbauen? Sehr schön. Ach du Schande, jetzt kommen ja doch welche hier rum. Der kommt tatsächlich hier rum. Besser ist das. Jetzt sind die tatsächlich doch hier hochgekommen. Der Kollege Lion, aber jetzt ist Feierabend. Waren die Kerle hier auf der Spur oder haben sie den Boden gefunden? Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. So, da hinten. Nee, da will keiner mehr hoch. Aber da hinten springt noch einer rum. So, was haben wir denn da? Lynx haben wir noch da. Die gute Lynx. Au, 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 au. Ja, da müssen wir aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Scharfschütze. Scharfschütze in the house. Ich weiß. Wir sind immer sehr gut. Ach was, Teufel, Teufel. Ich würde sagen, eine feindliche Granate werde ich jetzt erfassen. So, lassen wir mal die Kugelhülle. Ah, Munition war sowieso alle. Moon war sowieso alle. Eine Arschgeige nach der anderen. Gut gemacht, Sheriff. Ja. Augenblick mal. Ist da nicht noch einer? Ah, nee, die sind tatsächlich alle weg. Okay, okay, okay. Sehr schön. Dann werden wir jetzt erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen, ein bisschen aufsammeln. Wie kommen wir denn hier am geschicktesten runter? Nehmen wir den Aufzug? Nein. So. Hier lang. So, was haben wir denn alles Schönes? Ja, da machen wir mal unseren Rucksack schön voll. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Raketen können auch nie schaden. Kann man nie genug haben. So, da gibt es noch ein bisschen was. Und da oben... Schönes, schönes vor. So, was können wir hier plündern? Ein bisschen nochmal... Ah, ein Reparaturkit. Und hier nochmal auffüllen die Moon. Denn selbst unsere Kugelhölle wird irgendwann mal leer geschossen sein. So, okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn so wie es aussieht in der Fahndung, haben wir auf jeden Fall jetzt Battery Park gesäubert. Und es geht zum Primärziel nach Two Bridges. Agent Kelso finden wir im gestandeten Tanker Two Bridges. Okay. Genau. So, also, das heißt, da müssen wir hin. Da geht's also weiter. Agent, Isaac empfängt ein Signal von Kelsos Uhr am gestrandeten Tanker. Wenn wir wissen, wo sie ist, wissen es auch andere. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Okay, dann reisen wir mal dahin. Dann würde ich doch sagen, nutzen wir diese letzte Chance. Sie verlassen einen kontaminierten Bereich. Dumm-di-dumm-di-dumm. Erstmal hier zur Tür raus. Nachschublieferung in der Nähe. Und wo geht's denn dahin? Ah, okay, okay. Nice. Hab ich gar nicht gewusst. So, wo müssen wir lang? Wir müssen da lang. Da geht's Richtung Tanker. Gestrandeter Tanker. Ach du Schande, höre ich da eine... Ja, ist das Teil? Es fliegt an uns vorbei. Sehr schön. Marodeur oder so ähnlich? Oder war das jetzt ein normaler Helikopter? Da kommt sie wieder, oder?
Ah, okay. Hier gibt es ein bisschen was aufzusammeln. Komm, schnapp ihn dir. Da kam eine Rakete geflogen. Da traut sich aber einer was. Wie Feinde erkannt. Registriere zusätzliche Feindkontakte. So, dann würde ich doch sagen, dann machen wir hier oben einfach unser Geschütz hin. Ich glaube, das wäre gar keine verkehrte Position hier. So, wo sind denn die Buben? Da hinten. Aber wir werden erstmal hier ein paar Kisten aufmachen. Und warum? Weil wir es können. Ja, okay. Nachschublieferung eingenommen. Sich nähernde Feinde erkannt. So, jetzt wird's spannend, glaube ich. Ja, da kommen sie, da kommen sie. So, wo ist denn das dritte Teil? Sind doch immer drei, oder? Kuckuck. Ich auch. So, wo ist denn jetzt das dritte? Ach du Schande. Sehr schön. So, wir sind natürlich jetzt von der Seite überhaupt nicht gedeckt. Ah, da ist das dritte, oder? Ja. Okay. Von der Seite. Bergen, bitte. Okay. Ja, ist voll, ne? Dann zerlegen wir. Steht die. Okay. Sehr gut. Dann haben wir das noch schnell mitgenommen. So, Geschütz aufräumen. Und wir müssen in... Okay, in welche Richtung müssen wir denn? Wir müssen da lang. Da ist es gelb. Da zeigt es es uns an. Und da ist auch viel Feind. Ah. Da ist die böse. Wem gibst du Feuerschutz? Dir selbst oder was? Na, das hat ja wohl nicht funktioniert. So, weiter geht's. Weiter geht's im Konzept. So, noch 140 Meter bis zu Kelso. Ich freue mich schon auf ein Wiedersehen mit ihr. Gibt's noch was? Gibt's hier noch was? Noch ein bisschen Stress? Ja, wusste ich's doch. Okay. Noch mehr? Noch mehr? Müssen wir noch mehr Überzeugungsarbeit leisten? Läuft umher. Sehr schön. So, wo ist er denn? Aha. Sind wir hier richtig? Augenblick mal. Das sind überall... Okay. Ist da der Tanker? Da ist der Tanker. Ach du Schande, da springen auch schon wieder welche rum. So, wie kommen wir denn jetzt am geschicktesten dahin? Ja, ich glaube, das sind alles Nebenschauplätze, ne? Also das ist eigentlich nicht da, wo die Post abgeht.
müssen darum irgendwie. Wo ist der Eingang nochmal? Servus. Immer schön die Augen offen halten. Gestrandeter Tanker, da. Ah, da müssen wir, glaube ich, rein, oder? Kann das sein? Tatsächlich hier? Agent, Isaac empfängt ein Signal von Kelsos Uhr am gestrandeten Tanker. Wenn wir wissen, wo sie ist, wissen es auch andere. Das ist vielleicht unsere letzte Chance. Komisch, kommt mir irgendwie bekannt vor, als hätte ich das schon mal gehört. Okay, also, wir werden gleich hier versuchen, den gestrandeten Tanker zu übernehmen und Agent Kelso zu befreien. So ist der Plan. Aber das Ganze werden wir natürlich erst dann tun, wenn wir wieder soweit sind. Okay, denn 20 Minuten haben wir erreicht. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ah, zack, da holen wir uns nochmal was. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Kommen wir da hoch? Müssen wir da hoch? So, das nehmen wir noch schnell mit dem Kollegen und da können wir noch ein schönes Thumbnail machen. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen, das können wir zerlegen. Ja, da geht's rein, da geht's los, tatsächlich, ja, es wird wohl so sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen, um es ein drittes Mal zu sagen und wir sehen uns zur nächsten Folge, hoffentlich dann jetzt zum glorreichen Ende bei der Fahndung Suche nach Kelso. Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.